Konnichiwa, ihr Chibis, und herzlich willkommen zu Season 2 von RimWorld. Eine neue Kolonie. Ein neues Glück. Ich lasse jetzt gerade mal die Zeit ein bisschen schneller laufen, damit die Herrschaften ihre aktuellen Arbeiten etwas zügiger verrichten. Ich weiß, ihr müsst unter freiem Himmel schlafen, das gefällt euch jetzt nicht so sonderlich. Aber das kriegen wir gleich hin. Ihr kriegt hier unten eine richtig schöne Hütte dann da, hier so, würde ich mal sagen. Oder hier so. Da stehen die ganzen Bäume noch im Weg, ne? Hier wäre das Lager demnächst. Irgendwie. Ich habe noch nicht eine ganz genaue Vorstellung, wie, aber, ne? Ja. Das wird dann schon. So, wir verlangsamen wieder die Zeit, lassen die Herrschaften noch ein bisschen gemütlich ratzen. Und geben schon mal vor, wie sie denn das Ganze hier bauen sollen. So. Ich glaube, weiter raus als hier dürfen wir nicht. Aber wir können wahrscheinlich das hier noch als Lager nutzen. Das wäre jedenfalls wünschenswert. So, wenn ich hier bis hoch gehe, haben wir nur einen Gang zum Durchlaufen. Das ist doof. 1, 2, 3. Ich dürfte die maximal bis dahin bauen. Dann nutzen wir das doch auch so. Aber mit etwas mehr Abstand. So, ich setze mal hier eine Markierung hin. Der erste geht schon wieder mampfen. 1, 2, 3. Warte mal, hier ist am Endeffekt dann Wand. So, setze ich mir mal eine Eckmarkierung. Dann hätten wir Platz für ein Bettchen, Platz für eine Lampe, ein bisschen Abstand, vielleicht Platz für einen Stuhl, Platz für einen Tisch, Wand. So. Tisch braucht vielleicht zwei Platz, wenn da ein Stuhl mit dran steht oder so. Geben wir noch einen Platz mehr. Dann kommt da die Tür. Direkt eine Tür an der Ecke ist immer hässlich, von dem her machen wir das dann so. Schon haben wir ein Template für unsere Zimmerchens. Das heißt, ich gehe von der Wand 1, 2, 3, 4, 5, 6 weiter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann kommt die Tür. 4, 5 und 6. Hier rüber und dicht. Gleich spiele ich nochmal. 1, 2, 3. Abstand 4, 5 und 6. Und dicht machen. Generell habe ich es mal gerne, wenn vor diesen einzelnen Zimmerchen so ein Gang quasi entsteht. Mit einem Abstand machen wir hier eine Doppeltür hin. Zack, Abstand. Dann käme hier quasi die nächste Wand. Ja, ganz runterziehen ist noch nicht so intelligent. Dann machen wir direkt gegenüberliegend hier auch wieder eine Tür. Wäre dann theoretisch bis hier. Dann müsste eigentlich wieder eine Tür kommen. Machen wir auch erstmal so markierungstechnisch. Und hier auch nochmal eine Tür. Ups. So. Und so. Denn wir brauchen auf jeden Fall noch eine Küche. Einen Raum, wo sie essen können. Und vielleicht ein Wohnzimmer so zum Anfang. Damit sie es auch ein bisschen hier und da gemütlich machen können. Dem würde ich sagen, zwei Möglichkeiten um... Wie viel Platz haben wir hier unten eigentlich? Bevor es hässlich wird, sage ich mal. Ja, ich würde was sagen. So. Küche und Essbereich kann man ja zusammen machen. Und den machen wir hier einfach mal dicht. Und ziehen hier eine Wand rüber. Obwohl nicht ganz. Da könnte man noch einen Durchgang lassen dann zur Küche. So. Küche und Essbereich, Wohn- und Vergnügungsbereich. Mal gucken, was wir da an schicken Sachen finden. Setzen wir die Türen entsprechend. So. Für den ganzen Bereich müssen wir jetzt noch zuweisen, dass er da mal ein bisschen aufräumt, bitte. Tragt mir doch bitte mal die ganzen Objekte hier raus. So. Klöppelt mir auch mal die ganzen Pflanzen bitte hier raus. Dankeschön. Und entfernt mir bitte auch mal die ganzen Pflanzen in den Bereich. Ja, ich weiß, Leute, das ist viel zu tun. Aber was muss, das muss. Gut. Strom brauchen sie jetzt noch nicht ganz dringend. Da können wir uns noch ein bisschen Zeit mitlassen. Das heißt, wir gucken erstmal zu, was sie denn so treiben.
Severin ist wieder hart am Arbeiten hier. Ein bisschen Holz hacken, brauchen wir ja mehr als genug. Unser Hausmeister ist ordentlich am Hausmeistern, so muss das auch sein, wunderbar. Was das angeht, scheint das bisher noch alles gut zu funktionieren. Sie kümmert sich hier so um die Pflänzchen. Und baut hier so ein bisschen Reis an und Kartoffels und sowas. Hier müssen die Pflanzen noch weg, Leute. Holzkacken. Aber mal hurtig, hurtig. Pflanzen entfernen. Aber auch mal hurtig, hurtig hier in dem Bereich. Hoffentlich bauen sie jetzt noch nicht wieder die Pflänzchen ab. Ich würde ja lachen. So. Was macht unser Hühnchen eigentlich? Müsste eigentlich auch mit hierher gelaufen sein. Ja, frisst einfach mal die Überlebensration. Warum auch nicht? Misery. Warum auch nicht? Kann man mal machen, wenn es denn sein muss. Gibt es schon wieder irgendwelche netten Interaktionen hier? Hat eine Bindung zu unserem Disaster Hydronic, unser Dean. Haben die so an sozialen Kontakten, haben sich nett unterhalten. Ach, guckt an. Erst sich mal ordentlich schön an Karren pissen, aber dann doch wieder ein bisschen nett am Plaudern. Das freut mich doch zu sehen. Wie sieht das hier aus? Auch schön positiv. Severin, wie geht's dir? Hat sich auch nett unterhalten. Also noch ist Frieden hier in unserem Camp. Bin mal gespannt, wie lange das so bleibt. Ich finde das immer so schön entspannend. Auch die Musik so. Finde ich auf die Schnelle irgendwas. Oh, hier sind noch Lebensmittelrationen. Die dürft ihr euch auch bei Gelegenheit krallen, wenn ihr Zeit habt. Hier sehe ich schon die ersten Erze. Was ist das denn hier? Ein Himbeerbusch. Der darf geerntet werden. Moment, das machen wir doch direkt anders hier. Architekt, ernten. Erntet doch bitte mal diese Himbeerbüsche aus unserem Müllbereich, bevor die da irgendwie zugelagert werden. Natürlich gehen sie jetzt mit einer gewissen Priorität an die einzelnen Arbeiten ran. Aha. Da wurde mal kurz ganz nett geschnackt. Aber ich sag mal so, die stressigsten Zeiten sind immer so die ersten paar Tage, wenn noch nicht wirklich alles steht und die grundlegenden Sachen erstmal so gemacht werden. Ich meine, ich bin absolut kein Profi in dem Game. Werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Da gibt es garantiert schon den einen oder anderen da draußen, der sich jetzt schon die Hände am Kopf haut und sagt, mein Gott, Junge, was tust du da? Was tust du? Warum machst du das? Was haben wir hier eigentlich? Schieferbrocken. Ja, wegtragen braucht ihr die auch nicht. Aber man sieht schon, da ist noch gut was zu tun, Leute, nicht? Also, heute Nacht schon über Dach zu pennen, sieht schlecht aus. Ich würde gerne erstmal warten, bis hier auch dementsprechend Platz gemacht worden ist, sodass wir auch die Holzböden einziehen können. Aber das dauert noch. Das dauert noch. Ich bin auch gespannt, wie lange das dauert, bis wir jetzt hier den ersten Überfall oder so erleben. Wobei ja die KI so eingestellt ist, dass sie doch bitte erstmal... Wo hast du die jetzt hergezaubert, Kollege? Hat er sich die in Taschen gesnackt oder was und damit hingeschleppt? Der Lümmel. Sowas. Und der Hausmeister ist am Rödeln hier. Ja, sehr schön. Holt er jetzt nochmal Holz oder was macht er? Ne, holt sich was zum Snacken. Mahlzeit, Kollege. Haust den Ei in der Hohle, grinnt. Haust den Ei. Gut, dann geben wir mal wieder ein bisschen Gas. Gucken unserer kleinen virtuellen Ameisenfarm zu. Dennoch ist ja alles friedlich. Shizuka scheint irgendwie so komplett auf dem Feld zu leben. Die macht da rechts unten nichts anderes außer hin und her rennen und
Pflänzchen pflanzen oder macht die. Ach, die macht die Pflanzen weg. Und jetzt legt sie sich im Busch zum Pennen. Warum auch nicht? Der nächste liegt auch im Gras. Alle liegen sie draußen auf der Schnauze. Pennen da. Wo ist unser Hund? Wo ist denn Misery abgeblieben? Bin ich blind? Misery! Misery! Wo bist du? Hallo? Ach da! Liegt eine Hütte. Verteidigung benötigt. Ja. Nahrung benötigt. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Wir sind ja dran. Hier haben wir schon mal eine Verteidigungswand. Also jedenfalls eine grobe. Ah ja. Severin kümmert sich jetzt schon um die Pflanzen hier drin. Das ist sehr gut. Die Wände stehen auch bald. Jetzt müssen halt dann nur die Brocken nochmal weggeräumt werden. Und ich meine, Nahrung wird ja angepflanzt hier. Sind ja hier lauter kleine Reispflanzen, die schon zu 11% gewachsen sind. Junge, ihr habt eine Abfallzone. Wo schleppst du den Scheiß hin? Das sieht gut aus. Das sieht dann bald aus, als könnten wir hier schon den ersten Raum dann bezugsfertig machen. Und er mäht den Rasen. Hier kloppt er jetzt den Baum weg, der im Weg war. Jawohl, und der nächste Raum ist zu. Es fehlt eigentlich noch hier das Stück und da das Stück. Dann lasse ich sie noch ein bisschen hier drin randalieren, um eben die Räume freizukriegen. Machst du, Kollege? Hey, bleib mal da, bleib mal da. Ey! Hallo! Oh oh. Wenig Nahrung, wenig Medizin. Ja, ich weiß. Eine Besuchergruppe. Eine Gruppe der Fraktion südwestlich Vereinigung besucht die Kolonie. Sie scheinen ein paar Gegenstände zum Handel dabei zu haben. Ja, ist okay. Haben wir kein Interesse dran, würde ich mal behaupten. Wir haben sowieso noch nichts, womit wir jetzt großartig handeln können. Der nächste Raum ist gleich dicht. Und der nächste. Astrein. Astrein. Alle Wände sind überdacht. Das heißt, wir haben jetzt schon mal einen Innenraum. Er reißt jetzt hier mal kurz ein Stück Wand ab und haut wieder ab. Toll. Okay. Gut. Kann man mal machen. Dann würde ich sagen, geben wir jetzt doch schon mal den Befehl für die Holzböden. Schöne Holzböden. Die Besucher haben sich wieder verbieselt. Alt klar, tschö. Gehabt euch wohl. Bis später dann. Das wäre so der nächste Schritt zum häuslich machen. So, Shizuka ist der Meinung, dass ihr dieser Gemeinschaft einen Namen geben solltet. Wie soll sie heißen? Die Gemeinschaft. Gefährten des Ochinchin. Da es so aussieht, als würdet ihr eine Weile bleiben, schlägt Shizuka vor, auch mit dem Ort, auch dem Ort einen Namen zu geben. Wie nennt man das? Mir fiel gerade nichts Besseres ein. Es tut mir so schrecklich leid. So, ja, da geht die letzte Essensration drauf. Ich habe schon vor Ewigkeiten gesagt, ihr könnt sie euch hier hinten noch snacken. Da sind noch 4 Stück. Und wenn ihr hier drin den Boden endlich mal fertig kriegen würdet, dann hättet ihr auch bald eine Küche. Aber nein. Man mäht ja eher Rasen. Auch habe ich gesagt, dass ihr oben die Himbeeren schon mal einsammeln könnt und so, ne? Macht ja auch keine Sau. Ihr wobbelt da lieber hier auf... Was ist das denn? Kräutermedizin. Ja, schick. Ungekühlt. Verdirbt in 2 Jahren. Ja gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Da werden die ersten Böden schon reingeballert. Wie sieht es mit dem Waldstück hier unten aus? Immer noch nicht viel gerodet. Jawohl, die schnacken nochmal lieb hier. Dam, 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 dam. Jawohl, Ballerei in das Zeug. Und jetzt tragt doch mal die Steine weg, Leute. Ah ja. Die Zucker macht schon. Verrücktes Tier. Stopp, Pause, Break. Oh Gott. Ein Eichhörnchen ist verrückt geworden. Das Tier wird
Jeden in Sichtweite angreifen, zum Ort springen. Wo ist es? Da ist es. Oh, 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 oh. Izuka. Kampfmodus. Auf Position. Desaster. Du hast, glaube ich, auch eine Pistole, oder? Ah ne, der wollte ja nichts haben, sonst kriegt er ja ganzen Vogel. Kampfmodus, du ziehst dich bitte in diesen Raum zurück und bleibst da in Sicherheit. Kampfmodus. Bitte mal hier nach vorne hin. Ich würde mal sagen, du gehst auch mal dahin. So. Langsames Tempo. Oh Gott, hoffentlich wird noch keiner verletzt jetzt. Wo ist es? Das Mistvieh. Da kommt's. Da. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh ja, das hat richtig Schaum vom Mund, das Mistvieh. Das Killerhörnchen. Feuer! Zieht euch zurück! Schnell! Oh Gott, nein! Schnell, komm rein, Shizuka! Jetzt läuft's wahrscheinlich außen rum. Mach's platt! Und du, weiß ich nicht. Und komm wieder rein, schnell, schnell, schnell! Okay, Pause, 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 Pause. Das muss jetzt zügig gehen. Architekt, Möbel, Bett. Knall das hier bitte erstmal da rein. So. Und das hat jetzt hier... Kann ich dem irgendwie Priorität geben, dass er das macht? Nein, kann ich nicht. Scheiße, Dreck. Kann ich ihm mitteilen, dass er sich doch bitte mal um die Dame hier kümmern soll? Ups. Okay. Ich kann ihr sagen, dass das Messer fallen lassen soll. Das bringt natürlich auch nicht viel. Scheiße. Och nö. Gut, okay. Nützt alles nix. Wir haben hier ein todgefährliches Eichhörnchen zu bekämpfen. Geh in Position. Mach's fertig. Oh Gott. Noch ein Schuss. Komm, geht. Geht. Einer geht noch. Und jetzt rein. Schnell. Geh rein. Du Affe. Und der nächste Angriff. Mach's platt. Einer geht noch. Ein Schuss geht noch. Schnell, 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 schnell. Oh ja. Puh. Okay, es darf eingesammelt werden. Entwarnung. Kümmert euch um eure Verletzungen. Baut das Bett. Was macht die denn jetzt? Also ihr holt die Essensration. Ja, okay. Habt ihr euch verdient. War ein harter Kampf. Holla die Waldfee. Ja, und damit sind wir auch schon für diesen Part wieder durch, würde ich sagen. Es hat doch schon mal ein bisschen was passiert, so ziemlich zügig in den ersten Tagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein bei RimWorld Season 2. Macht's gut. Ciao.